Gut, ich bin dann soweit. Aber ich denke, wir sollten die Benutzung dieser Opferpässe nicht überstrapazieren. Das heißt, wenn ich jetzt mit diesem Opferpass hier in der Gegend herumfuhrwerke und in ganz verschiedenen Orten gesehen werde, dann fragt man sich natürlich irgendwann schon, wo ich wohne, was ich hier mache und warum ich mit diesem schönen Opferpass immer noch hier in dem verdammten Schwemmletzer Land rumhänge. Das heißt, ich werde mich jetzt wie ein ganz normaler Heimkehrer auf meinen guten alten Zossen schwingen und zum Händler reiten. Nicht zuletzt könnte mich ja unterwegs irgendein Bandit aus dem Hinterhalt runterpusten und dann ist der schöne Opferpass weg. Das Risiko wollen wir nicht eingehen. Also dann, ich schwing mich in den Sattel, mach mich auf die Hufe sozusagen und hoffe, dass ich bald zurück bin. Verhaltet euch ruhig, geht kein Risiko ein und wartet, bis ich zurück bin. Hey, Brauner! Ganz ruhig. Ruhig, ruhig. Schön, dich zu sehen. Six, fall back. Roger. Mann, 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 ich könnte schwören, dass der Schnaps nicht gut war. Jetzt höre ich schon mein Pferd Englisch sprechen. Six, halt. Roger. Na ja, egal. Dann wollen wir mal. Das hier, die Banditen haben noch ein bisschen was liegen gelassen. Hey Jungs, hebt den Scheiß hier auf und legt ihn in unsere Kiste. Man weiß ja nie, ob wir uns nicht doch den Weg freischießen müssen. Ist denn das? Wer ist denn das? Sieht harmlos aus. Das ist immer unangenehm, so ein Flugzeugabsturz. Dann sind die Amis immer richtig arschig drauf.
ist das heiß. Komm, Brauner, lass uns da vorne eine Pause machen. Ich bin verdammt durstig und du wahrscheinlich auch, hä? Na komm, noch einmal los, hä? Und dann ruhen wir uns ein bisschen aus. Der Bahnhof ist schon in Sichtweite. Aber hier ist es schöner, hier haben wir unsere Ruhe. Guck mal, hier kannst du was saufen. Und ich kann ein kleines Picknick einnehmen. So, lass es dir gut gehen, mein Lieber. Mann, das Zeug ist vielleicht salzig. So ein Mist. Hab keine Feldflasche dabei.